FC Homburg im roten Dress knüpfte nahtlos an die zuletzt guten Leistungen an. Machtedampf war vom Anpfiff an deutlich überlegen. Er spielte sich gute Tormöglichkeiten, so wie hier durch Dimitrijevic, der Koltermann zum ersten Mal ernsthaft prüfte. Uli Sude durfte mit dem Auftakt zufrieden sein. Und die Post ging weiter ab nach vorn. Schlag ins Leere von Niesing, Anatoli Muschinka und fast erwartungsgemäß das 1:0 nach 11 Minuten. Da kam Freude auf. Die nicht sattelfeste Bocholter Abwehr musste sich diesen Treffer selbst ankreiden. Da gab es auch für Koltermann nichts zu halten. Homburg spielte klar auf Sieg. Die Tabellenspitze konnte erobert werden. Man ließ Ball und Gegner laufen. Sarpay. Er schoss Koltermann die Fäuste heiß. Auch die dicksten Chancen wurden vergeben. Hier waren etwa 15 Minuten gespielt und alle warteten auf die nächsten Homburger Tore. Sarpay mit Musterpass auf Ogorodnik. Der Ukrainer versagte kläglich. Und wer so viele Chancen auslässt, wird meist bestraft, dachte auch Uli Sude. Theo Ruß. Anatoli Muschinka. Auch das hätte es sein können. Hier waren exakt 30 Minuten vorbei. Homburg, die dominierende, überlegene Mannschaft, die beim Abschluss eklatante Schwächen aufzeigte. Muschinka, Theo Ruß, aber auch er zielte vorbei. Und vorbei war es auch mit Bernd Eichmann, den Markus John kampfunfähig machte. Während Eiche noch behandelt wurde, die nächste Szene. Der Tabellen-15. aus Bocholt, immer Kesser. Mit klarem Blick nach vorn. Und Martin Gutschik überrumpelte die komplette Homburger Abwehr, die wohl den Durchblick verloren hatte zum 1:1 Halbzeitstand. Bernd und Jan Eichmanns Kommentar. Ja, in dem Moment in Überzahl. War eigentlich nicht mehr lang zu spielen bis zur Halbzeit. Wir werden müssen versuchen, zumindest bis dort den 1:0-Vorsprung zu halten, aber es ist leider nicht gelungen. Gutzig, der beste Bocholter, setzte Enge in Szene. Der bediente danach Jörg Lieg und er wiederum bedankte sich mit dem für alle überraschenden 1:2, nur 5 Minuten nach dem Wiederanpfiff. Und dann Achtung! Alle sahen hier Jörg Lieg deutlich im Abseits. Der Unparteiische und sein Assistent nicht. Und Lieg machte das 1:3 Fußball verkehrt. Es war zum Weinen. Das Rennen schien hier gelaufen, aber in der Schlussphase zeigten die Sude-Schützlinge noch einmal Charakter. Preuße, Müller rettete auf der Linie. Fahr, der Mann aus Liberia, hier in Aktion, servierte für Ruhoff, der 7 Minuten vor dem Schlusspfiff das 2:3 markierte. Dabei blieb's eine Niederlage, die vermeidbar war. 3 Punkte wurden schon in der ersten Halbzeit verschenkt.